Das Video über meine Erfahrung mit Nextcloud hat mittlerweile einige Aufrufe bekommen und dabei haben mich viele Leute gefragt, wie man denn eigentlich Nextcloud selber einrichten kann, weil so schwer ist das ja gar nicht. Deswegen zeige ich dir in diesem Video, wie du ganz einfach Nextcloud in wenigen Minuten selbst einrichten kannst und zwar ohne dir einen eigenen Server zu kaufen und ohne dafür viel Geld auszugeben. Du gibst sogar weniger Geld aus als bei Dropbox oder anderen bekannten Cloud-Anbietern. Hi, ich bin Alex von Privacy Tutor und auf diesem Channel schauen wir uns an, wie wir mehr Kontrolle über unser digitales Leben bekommen können. Wenn wir Nextcloud nutzen wollen, müssen wir uns erst überlegen, wo, bei welchem Anbieter wir Nextcloud eigentlich hosten wollen. Denn Nextcloud ist ja Open Source, das heißt, wir könnten es auch bei uns im Keller auf einem Server installieren, aber das war mir persönlich und ist dir vielleicht auch zu viel Arbeit und deswegen suche ich mir dafür einen Anbieter. Springen wir mal an meinen Computer, denn ich habe mich hier für Hetzner entschieden, denn das ist einer der größten Hosting- und Serveranbieter hier in Deutschland, weil mir das auch wichtig war, dass meine Daten auch hier in Deutschland sind und nicht irgendwo bei einem amerikanischen Anbieter. Du gehst also ganz einfach auf hetzner.com und klickst dann rechts oben auf Storage und dann auf Storage Share. Hier sehen wir übrigens auch schon das Nextcloud Logo. Hier finden wir dann noch ein paar weitere Informationen dazu, zum Beispiel, dass es powered by Nextcloud ist. Das heißt, sie benutzen einfach Nextcloud, wenn du dich hier registrierst und einen Vertrag abschließt bzw. dafür bezahlst. Sie werben damit, dass es besonders simpel ist, dass es sicher ist, dass es auch ein SSL-Zertifikat gibt, weil es DSGVO-konform sein soll. Und noch ein paar weitere Punkte. Dich interessiert jetzt wahrscheinlich, was kostet das Ganze? Dafür kannst du ein bisschen runterscrollen zu den Preisen. Und die günstigste Variante, die ich persönlich auch jetzt seit wahrscheinlich 2 Jahren oder vielleicht sogar noch länger benutze, ist NX11 und die kostet 5,11 Euro im Monat. Dafür bekommst du aber 1 Terabyte Storage, 3 Subdomains, ist nicht so wichtig, aber was ich super finde, unendlich viele Benutzer. Das heißt, diesen 1 Terabyte, den du übrigens auch relativ einfach dann weiter hochskalieren kannst, zum Beispiel auf 5 Terabyte, den kannst du auf unendlich viele Benutzer aufteilen. Und das ist bei vielen anderen Cloud-Anbietern nicht so, denn wenn wir uns mal anschauen, was das Ganze bei Dropbox kostet, dann sind das Ganze 10 Euro für 2 Terabyte. Also ähnlich viel pro Terabyte, aber es ist nur für einen einzigen Benutzer. Das heißt, wir können diesen Speicher nicht auf 10 Leute, auf unseren Verein, für unsere Familie aufteilen. Auch wenn wir jetzt nochmal mit Google Drive vergleichen, ist es nicht teurer, sondern eigentlich eher günstiger, denn hier haben wir die 1-Terabyte-Variante, die ich persönlich gerade den guten Sweet Spot finde, haben wir hier gar nicht, sondern auch hier haben wir nur 2 Terabyte, die wiederum 10 Euro kosten. Okay, aber starten wir jetzt mal mit der ersten Variante und um die zu buchen, klicke ich hier einfach drauf und dann muss ich mir entweder einen neuen Account erstellen, hier auf jetzt registrieren klicken oder mich mit meinem bestehenden Account anmelden und das mache ich jetzt mal. Okay, nachdem wir uns angemeldet haben, wirst du wahrscheinlich weitergeleitet auf die Seite zum Bestellen. Falls nicht, kannst du einfach rechts oben auf die Konsole gehen, denn es gibt hier 3 oder 4 verschiedene Bereiche, wo wir verschiedene Hetzner-Produkte kaufen können. Verstehe ich auch nicht ganz, aber du musst auf jeden Fall auf die Konsole mit H hinten gehen. Dann klickst du hier rechts auf Neue Bestellung und scrollst dann etwas runter zum Bereich Storage Share, wo du dann das erste auswählst. Denn das ist ja NX11, was wir uns vorhin auch angeschaut haben. Ich klicke also auf Bestellen. Dann fragt er mich hier, was mein Benutzername und mein Passwort sein soll. Den Benutzername lasse ich einfach mal auf Admin und ein Passwort generiere ich mir natürlich. Das speichere ich mir dann idealerweise direkt in meinem Passwortmanager ab. Die E-Mail-Adresse lasse ich mal so. Sprache des Backends stelle ich mal auf persönlich du um und dann klicke ich auf Weiter. Hier fragt er mich dann, wie oder wann ich abgerechnet, wann ich bezahlen will. Und da kann ich sagen, monatlich oder vierteljährlich, ganzjährlich. Ich glaube, es ist sogar gar nicht günstiger. Deswegen lasse ich es einfach mal auf monatlich. Hier sehe ich dann nochmal eine Übersicht, was ich eigentlich gerade bestelle und bestätige, ja, ich muss mindestens für einen Monat bezahlen und klicke dann auf zahlungspflichtig bestellen. So, jetzt hat es ungefähr 5 Minuten gedauert, weil meine Nextcloud im Hintergrund eingerichtet wurde. Und dann habe ich eine E-Mail bekommen, die ungefähr so aussah. Leider sieht die nicht ganz so hübsch aus bei mir, aber da steht nur drin, ja, deine Nextcloud ist jetzt fertig und du kannst sie mit dieser generischen URL hier aufrufen. Außerdem könntest du hier in deine Produkte gehen oben und dann würdest du hier sehen, dass ein grünes Häkchen ist oder ein Häkchen mit einem grünen Hintergrund und das würde auch bedeuten, dass deine Storage Share, also deine Nextcloud, jetzt bereit ist für deine tatsächliche Einrichtung.
eigentlich machst du alles in Nextcloud, wo du neue Benutzer anlegst, Dateien hochlädst und so weiter. Trotzdem kannst du ein paar grundlegende Einstellungen an deiner Nextcloud hier in dem Hetzner-Interface machen. Und dafür klickst du auf deine Storage Share hier drauf und dann siehst du hier schon mal, wie viel Speicherplatz du eigentlich verbraucht hast. Aktuell haben wir 3 Megabyte von dem 1 Terabyte verbraucht. Wir haben noch keine Subdomains hinzugefügt. Das schauen wir uns gleich an, wie wir eigentlich unsere eigene Domain mit Nextcloud verbinden, was dann sehr sexy aussieht, weil deine eigene Domain eben oben drin steht, wenn man auf Nextcloud zugreift. Und dann gibt es noch ein paar Einstellungen. OCC ist irgendwas Technisches, was nicht so wichtig ist. Aber du kannst hier auch Backups einspielen. Das finde ich super interessant, denn soweit ich weiß, kannst du sieben Tage in die Vergangenheit zurückreisen und kannst hier deine komplette Nextcloud wiederherstellen, falls du zum Beispiel mal einen kritischen Fehler gemacht hast oder aus Versehen eine Datei komplett gelöscht hast. Und außerdem findest du hier die Möglichkeit für deine Subdomain-Einstellung. Das schauen wir uns, wie gesagt, auch nochmal gleich im Detail an. Aber springen wir jetzt mal zu unserer eigenen Nextcloud und dafür rufe ich die Domain hier auf, die uns zugewiesen wurde, also dieses nx33929 und so weiter. Da klicke ich mal auf Kopieren und sage jetzt Aufrufen. Und dann sehen wir hier Storage Share Powered by Nextcloud und ich kann hier den Benutzernamen und das Passwort eingeben, die wir vorhin angelegt haben. Bei mir war das jetzt Admin und das Passwort habe ich mir kopiert. Und dann klicke ich hier ganz einfach auf Login. Das Schöne ist, dass Nextcloud mittlerweile ziemlich intuitiv geworden ist. Und jetzt werde ich beispielsweise schon hier mit einem kleinen Intro begrüßt, Nextcloud Hub 2. Und dann sollte ich als nächstes, genau, ich kann hier rechts auf die Pfeile klicken, dann werde ich hier so ein bisschen durchgereicht, was ich eigentlich alles mit Nextcloud machen will. Zum Beispiel kann ich meine Dateien hosten, wo ich es eigentlich will. Ich kann dafür auch ganz einfache Links erstellen, die ich dann zum Beispiel an Freunde, Verwandte weiterschicken kann, ohne dass die hier einen Account haben müssen. Außerdem geht es um offene Standards. Nextcloud ist Open Source, was ja super ist. Und genau, alles andere schauen wir uns jetzt gleich mal im Detail an. Nextcloud ist etwas anders als klassische Cloud-Anbieter, als klassische Cloud-Storage-Anbieter wie Dropbox oder Google Drive, weil bei Nextcloud kannst du nicht nur Daten speichern, sondern Nextcloud will eine komplette Plattform sein, ähnlich wie G Suite, Google Workspace oder komplett Google, wo du sozusagen deine E-Mails abrufen kannst, deinen Kalender verwalten kannst, deine Kontakte haben kannst, aber natürlich auch deine Dateien abspeichern kannst und die dann auch teilen kannst. Und das funktioniert mit sogenannten Apps und die kannst du hier oben abrufen. Hier haben wir einmal eine App, das Dashboard, wo ich erstmal eine Übersicht erhalte. Dann haben wir unsere Dateien, Fotos, Aktivität und Kontakte. Aber wir können noch ganz viele andere Apps hinzufügen und das machen wir, indem wir hier rechts oben auf die Einstellung gehen. Und dann können wir hier auf Apps gehen und können darüber weitere Apps hinzufügen. Hier sehen wir dann, dass schon einige Apps bei uns aktiviert sind. Also Apps sind nicht nur die Punkte, die wir hier oben sehen, sondern es gibt auch so ein paar kleine Apps, wie zum Beispiel Kommentare oder Deleted Files, Federation, File Sharing und so weiter. Das sind alles grundlegende Funktionen, die könntest du deaktivieren, aber mein Tipp ist, spiel damit lieber nicht rum, weil die sorgen dafür, dass deine Nextcloud auch so funktioniert, wie du es dir als normaler User eigentlich vorstellst. Wenn du erstmal Nextcloud eingerichtet hast, dann solltest du dich mal ein bisschen umschauen, was es eigentlich für Apps gibt, die du nutzen kannst. Ich bin jetzt hier im Bereich Organisation und Apps, die ich zum Beispiel nutze, sind hier unten CoSpend. Da kannst du deine Ausgaben drüber tracken und das auch mit verschiedenen Apps synchronisieren. Außerdem benutze ich Deck, das ist eine Trello-Alternative, wo du so Karten hin und her schieben kannst. Oder Forms, mit denen du deine eigenen Umfragen machen kannst. Zum Beispiel, wenn du deinen Geburtstag organisierst und dann deine Freunde fragen willst, an welchem Datum sie eigentlich Zeit hätten. Wenn du mehr über die Apps erfahren willst, die ich eigentlich im Alltag nutze, dann kannst du dir gerne mal dieses Video hier anschauen. Damit du weißt, wie das mit den Apps eigentlich so funktioniert, installiere ich mir jetzt einfach mal 2 Apps. Und zwar einmal Nextcloud Deck und dann noch Nextcloud Forms. Ich habe jetzt hier auf Herunterladen aktivieren geklickt. Das war ein einziger Klick. Dann dauert es ein paar Sekunden und dann hat sich die App schon im Hintergrund automatisch installiert. Wie du jetzt siehst, sind hier oben 2 neue Punkte hinzugekommen, und zwar einmal Nextcloud Deck und Nextcloud Formulare. Da klicke ich jetzt einfach mal drauf und jetzt sehe ich schon, dass die App ganz normal funktioniert. Und in dem Fall funktioniert die App so, dass ich hier neue Karten hinzufügen kann, dann sagen kann Test und dann kann ich die Karte hier aufrufen, kann hier etwas reinschreiben und könnte die Karte jetzt hier in verschiedene Spalten ziehen.
Das Ähnliche auch bei Nextcloud Formulare. Hier kann ich jetzt neue Formulare erstellen und ganz einfach anfangen mit Arbeiten. Das heißt, es ist hier super einfach, diese verschiedenen Apps hinzuzufügen. Und das Schöne dabei ist, dass die meisten Apps oder vielleicht sogar alle Open Source sind und außerdem auch kostenlos sind. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass viele dieser Apps von der Community entwickelt werden und deshalb nicht ganz so zuverlässig sind, wie man es sich von Diensten wie zum Beispiel Google vorstellt. Aber eigentlich wollen wir uns in diesem Video ja mehr darauf konzentrieren, wie eigentlich die Einrichtung funktioniert und nicht verschiedene Apps anschauen. Deswegen will ich dir noch eine Einstellung zeigen, und zwar gehen wir nochmal in die Apps. Und hier ist es ganz wichtig, dass du auch immer wieder schaust, ob es Apps gibt, die Updates brauchen. Eigentlich sollten diese Updates im Hintergrund installiert werden, aber es ist trotzdem nicht schlecht, das immer wieder zu checken. In dem Fall gibt es hier keine Updates. Wenn ich mal aber auf meine normale Nextcloud gehe, dann sehe ich hier unter den Updates, dass es tatsächlich Updates gibt, die ich noch nicht installiert habe. Und auch das ist sehr einfach, sehr unkompliziert bei Nextcloud. Und zwar klicke ich einfach auf Update, dann müsste ich hier noch einmal mein Passwort eingeben und dann wird die App automatisch im Hintergrund geupdatet. Wie funktioniert das eigentlich, wenn du neue Nutzer zu Nextcloud hinzufügen willst? Das geht auch sehr einfach, und zwar gehst du hier auf die Einstellung und dann auf Benutzer. So, wenn du jetzt hier bei Benutzer bist, dann hast du eine Übersicht, welche Benutzer du eigentlich gerade hier hast, und siehst auch ein paar grundlegende Informationen, zum Beispiel wie der Benutzer heißt, welche E-Mail-Adresse verwendet wird und welcher Gruppe er angehört und wie viel Kontingent, wie viel Speicher dieser Benutzer eigentlich gerade verwendet. Legen wir beispielhaft mal einen neuen Benutzer an. Dafür klicke ich hier auf Neuer Benutzer und sage jetzt hier Testbenutzer, Test, dann ein Passwort und eine E-Mail-Adresse. Was die Verwaltung von vielen Benutzern außerdem einfacher macht, ist, verschiedene Gruppen zu verwenden. Hier könnte ich jetzt zum Beispiel auswählen, welche Gruppe ich verwenden will. Leider habe ich hier noch keine Gruppe angelegt, deswegen schauen wir uns das mal gleich an. Und außerdem kann ich auch festlegen, wie viel Kontingent jeder Benutzer hat. Das ist eben interessant, wenn wir sehr viele Benutzer haben, die eine einzige Nextcloud verwenden. Und dann könnte man zu jeder Person sagen, hey, du benutzt, jeder von euch bekommt 100 GB. Und das bedeutet, dass wir für diesen einen Terabyte, für den wir 5 Euro im Monat bezahlen, auf 10 Leute aufteilen können und letztendlich jeder nur 50 Cent im Monat bezahlt dafür, dass er oder sie letztendlich 100 GB bekommt. Deswegen klicke ich hier mal auf, nicht auf 1 GB, nicht auf 10, sondern mal auf 1000 GB. So, da steht jetzt nur 1000B. Ich hoffe mal, das steht für 1000 GB. Ich glaube nämlich, dass es das tut. Und dann sage ich hier neuer Benutzer hinzufügen. Und dann sagt er hier, es ist ein Fehler aufgetreten. Vielleicht liegt es hier an meinen 1000 GB. Mal schauen, was er jetzt sagt. Neuer Benutzer hinzufügen. Der Benutzer wurde jetzt doch angelegt. Nicht sicher, was da das Problem war. Trotzdem steht hier noch, dass das Kontingent unbegrenzt ist. Ich kann jetzt hier einfach mal draufklicken und nochmal probieren, 1000 GB einzugeben. Und dieses Mal hat es auch funktioniert. Und jetzt sehen wir hier auch, dass 1000 GB das Kontingent ist und aktuell hat der Benutzer Test 0 Byte verwendet. Außerdem kann ich hier oben eben die Gruppen hinzufügen und könnte jetzt sagen, ich mache hier eine Testgruppe. Und bei dieser Gruppe könnte ich dann zentral verschiedene Einstellungen ändern, zum Beispiel welche Rechte sie eigentlich haben, welche Apps sie benutzen dürfen oder auch wie viel Kontingent sie auf meiner Nextcloud haben. Was ich dir für deine Nextcloud bzw. für eigentlich alle Systeme empfehlen würde oder was Sinn macht aus Sicherheitssicht, ist, dass du einen Admin-Account hast, um deine grundlegenden Einstellungen zu machen, aber dein tägliches Doing du auf einem separaten Account machst, weil der Grund ist relativ einfach. Selbst wenn dein normaler Account mal infiziert wird, das Passwort irgendwo geleakt wird oder so, dann kann man nicht als Administrator auf deine Nextcloud zugreifen, weil du dafür ja ein separates Account hast, den du nicht täglich benutzt. Deswegen würde ich auch für meine alltäglichen Sachen einen extra Account einrichten, den nenne ich dann einfach Alex, mit dem arbeite ich täglich, und wenn ich dann ein paar Einstellungen verändern will, dann mache ich das einfach mit meinem Admin-Account. Außerdem kannst du als Administrator viele grundlegende Einstellungen an deiner Nextcloud ändern. Um das zu machen, klickst du rechts oben auf dein Account-Symbol, klickst dann auf Einstellungen und dann siehst du ja auf der linken Seite verschiedene Kategorien für deine Einstellungen. Oben hast du die persönlichen Einstellungen, auf die hat erstmal jeder Benutzer Zugriff und die gelten nur für den eigenen Account. Also könnte ich hier zum Beispiel ein Profilbild von mir festlegen, ich könnte meinen Namen eingeben, meine E-Mail-Adresse ändern, Webseite eintragen und so weiter. Was ich natürlich interessant finde, ist hier den Bereich Sicherheit. Hier könnte ich mein eigenes Passwort ändern oder wir könnten hier neue App-Passwörter erstellen. Das sind Passwörter, die du für eigene Apps benutzen kannst. Und das ist vor allem wichtig, wenn du die Zwei-Faktor-Authentifizierung benutzt. Denn du kannst auch eine Zwei-Faktor-Authentifizierung bei Nextcloud verwenden.
Auch das ist wiederum eine App, die du hier über den App Store herunterladen kannst. Zwar findest du die unter Sicherheit und dann unter OpenOTP Two-Factor Authentication. Neben den persönlichen Einstellungen kannst du aber auch allgemeine Einstellungen ändern, die sich dann auf deine komplette Nextcloud auswirken. Das kannst du aber nur machen, wenn du auch Administratorrechte hast. Und hier können wir zum Beispiel auch nochmal auf den Punkt Sicherheit gehen und können zum Beispiel sagen, dass alle Benutzer eine Zwei-Faktor-Authentifizierung benutzen müssen. Das geht aber dann auch nur, wenn wir auch die App installiert haben. Und wir können auch ein paar weitere Einstellungen ändern, zum Beispiel wie lang das Passwort mindestens sein muss. Zum Abschluss will ich mir mit euch aber noch anschauen, wie man eigentlich seine eigene Domain mit Nextcloud verknüpfen kann. Wenn man weiß, wie das funktioniert, geht das relativ einfach und relativ schnell. Beim ersten Mal kann es aber etwas erschlagen oder etwas kompliziert wirken. Was meine ich damit eigentlich? Nun, wenn du auf deine Nextcloud zugreifst oder wenn du anderen Benutzer einen Link schickst, dann siehst du jetzt erstmal eine URL, eine Domain, die so aussieht, also nicht so schön. nx-irgendwas.yourstorageshare.de. Das ist übrigens auch der Fall, wenn wir einzelne Dateien oder Ordnern mit Kunden, mit Freunden, Verwandten teilen, die gar keinen Account bei unserer Nextcloud haben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, hey, ich möchte dieses Bild hier, storageshare.png, wenn ich das teilen will, dann kann ich einfach hier draufklicken auf Teilen und kann sagen, hier Link mit zum Teilen aufrufen. Dann kann ich ein Inkognito-Fenster öffnen, das heißt, ich bin nicht bei Nextcloud eingeloggt und trotzdem kann ich hier auf diese Datei zugreifen, obwohl ich eben nicht eingeloggt bin. Das kann man zum Beispiel als Unternehmen machen und hier wäre es natürlich umso schöner, wenn hier auch unser eigener Domain, unser eigener Name von unserem Unternehmen zum Beispiel drinsteht. Und das können wir eben auch mit dem günstigsten Tarif hier bei Hetzner machen. Dafür gehe ich nochmal hier auf unsere Konsole und klicke dann im Bereich Einstellungen auf die Subdomains. Hier steht jetzt, dass wir vor dem Anlegen der Subdomain einen DNS-Eintrag bei der Domain hinterlegen müssen und das kann etwas dauern. Einfach gesagt bedeutet das, dass wir in unserer Domain-Verwaltung jetzt einen neuen DNS-Eintrag hinzufügen müssen, der ungefähr so aussieht und das ist dann ein sogenannter CNAME-Eintrag. Machen wir das aber mal zusammen. Ich verwalte die DNS-Einstellung für meine Domain auch bei Hetzner und jetzt kann ich hier einfach einen neuen Eintrag hinzufügen. Dafür musst du aber natürlich erstmal eine Domain kaufen. Das heißt, wenn du noch keine Domain hast, wo du zum Beispiel eine Website oder eine E-Mails drüber laufen hast, dann müsstest du das erst machen. Auch das geht zum Beispiel bei Hetzner oder bei vielen anderen Anbietern und kostet ungefähr 10 Euro im Jahr. Hier legen wir jetzt also einen neuen Record an, aber keinen neuen A-Record, sondern einen C-Name-Record. Bei Name schreiben wir jetzt rein, wie unsere Subdomain eigentlich heißen soll. Das heißt, wir könnten zum Beispiel sagen Nextcloud. Damit unsere Subdomain dann nextcloud.privacytutor.de heißt. Und beim Value fügen wir dann die Domain hinzu, auf der wir aktuell unsere Nextcloud aufrufen können. Das heißt, ich kopiere mir das hier raus, füge das hier ein. Das muss bei Nextcloud zumindest, bei den DNS-Einstellungen auch noch den Punkt am Ende haben. Das TTE, Time to Live, lassen wir einfach so. Und jetzt sagen wir mal Add to Record. Dann hat er gesagt, das hat super geklappt. Und wenn wir jetzt hier nach unten scrollen, dann sehen wir ein CNAME Record nextcloud.privacytutor.de zeigt auf das hier drauf. Also gehen wir nochmal zu unserer Nextcloud zurück und sagen jetzt, okay, wir haben die DNS-Einstellung eingetragen. Dieser Eintrag, damit der sozusagen im Internet live verfügbar ist bei den DNS-Servern, der kann bis zu 24 Stunden dauern. Aber meiner Erfahrung nach ist es in wenigen Sekunden oder Minuten eigentlich schon aktiv. Zumindest wenn man hier die erste Einstellung macht, die er das erste Mal etwas für eine Subdomain einstellt. Das heißt, wir tragen hier jetzt mal ein nextcloud.privacytutor.de. Sagen dann hinzufügen. Und er hat gesagt, die Subdomain nextcloud.privacytutor.de wurde erfolgreich hinzugefügt. Jetzt steht hier gerade noch da, dass es in Bearbeitung ist. Und ich habe jetzt hier einmal aktualisiert und jetzt steht hier schon aktiv. Und das bedeutet, wir können jetzt über unsere schöne Domain nextcloud.privacytutor.de auf unsere Cloud zugreifen. Ich klicke mal da drauf, mal schauen, wie das aussieht. Und es sieht sehr schön aus. Wir können uns jetzt hier einloggen. Das heißt, in Zukunft kann ich jetzt immer über diese Domain auf meine Nextcloud zugreifen. Aber ich könnte auch noch über die alte Domain darauf zugreifen. Das heißt, ich könnte jetzt selbst entscheiden, will ich über diese hässlichere Domain darauf zugreifen oder über diese schöne Domain. Letztendlich ist es technisch gesehen egal, weil egal wo wir uns anmelden, wir können überall eigentlich das Gleiche machen. Das heißt, wenn wir auf der einen Datei hochladen, dann ist sie natürlich
auch auf der anderen Domain verfügbar, weil letztendlich alles auf die gleiche Nextcloud drauf zeigt. Und das Ganze muss natürlich nicht nextcloud.domain.de heißen, sondern du könntest es zum Beispiel auch nur cloud.privacytutor.de nennen oder Online-Speicher oder wie auch immer. Du bist da komplett frei und kannst jede Art der Subdomain wählen dafür. Ich hoffe, du konntest aus dem Video etwas mitnehmen. Hinterlass gerne mal einen Kommentar unter dem Video, ob du es in Erwägung ziehst, dir Nextcloud zu holen, und wenn ja, ob du Nextcloud lieber von einem Anbieter wie zum Beispiel Hetzner für 5 Euro im Monat holen willst oder ob du dir die Mühe machen willst und das Ganze selbst auf deinem eigenen Server im Keller einrichten willst. Ich freue mich, dich im nächsten Video zu sehen. Mach's gut.